Hallo und willkommen in der Kniepex-Werkstatt, in der es heute um den Kniepex Kobold XL geht. Der ist nämlich etwas größer als der bekannte Kobold. Ein hervorragendes Einhand-Schneidwerkzeug mit einem enormen Übersetzungsverhältnis, welches die Handkraft ums bis zu 40-fache verstärken kann. Nun, der Kobold XL bietet mit seinen Griffen so viel Platz, dass er die Kraft von zwei Händen entsprechend verstärken kann. Und das wollen wir uns jetzt mal an verschiedenen Werkstoffen ansehen. Der besondere Vorteil der Nutzbarkeit der zweiten Hand kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn wir dickere Materialien schneiden wollen. Und um diese dickeren Materialien effizient schneiden zu können, müssen wir sie so nah wie möglich ans Gelenk bringen, damit wir von der 40-fachen Handkraftverstärkung so viel wie möglich ausnutzen können. Und damit uns diese Materialien dann beim Schneiden nicht wieder rausrutschen aus der Zange, haben wir in den Schneiden eine Laserung angebracht, die das verhindert. Unser Schnittgut bleibt so weit wie möglich hinten liegen. Wir können mit beiden Händen die Zange betätigen und auch dicke Teile mit relativ geringer Handkraft schneiden. Auch flache Materialien mit großem Querschnitt lassen sich mit dem Kobold XL ganz hervorragend schneiden. Ich habe hier eine Stromsammelschiene. Die haben ja schon einen ganz ordentlichen Querschnitt und die lässt sich mit dieser Zange ganz hervorragend abtrennen. Den Kobold XL gibt es in zwei Ausführungen. Die zweite Ausführung hat hinten in der Schneide eine Aussparung. Was bringt uns diese Aussparung? Nun, wenn wir dicke Materialien schneiden wollen, dann bleiben die normalerweise relativ weit vorne zwischen den Schneiden liegen. Und damit wir die weitmöglichst nach hinten bekommen, um von der 40-fachen Handkraftübersetzung möglichst viel ausnutzen zu können, haben wir hinten eine Aussparung eingearbeitet, die uns das Schnittgut deutlich näher ans Gelenk bringt, als das ohne Aussparung passieren würde. Und somit kann man auch dickere Materialien wie diese M6-Gewindestange mit der Kraft von zwei Händen relativ einfach schneiden. Auch bei dieser Zange ist die Königsdisziplin natürlich wieder der Pianodraht. Und mit der Kraft von zwei Händen und mit der Unterstützung durch diese Aussparung können wir uns hier sogar an 4 mm dicken Pianodraht heranwagen. Wenn Sie solche Brummer schneiden, ist es schon notwendig, genau darauf zu achten, wo die abgeschnittenen Enden hinfliegen. So, und nun schneiden wir mal. Der Kniepex Kobold hat noch eine nützliche Zusatzeigenschaft. Wir benutzen die Anschlagflächen unterm Gelenk als profilierte Anschlagflächen dazu, um Dinge greifen und ziehen oder auch Nägel ziehen zu können, wo das notwendig ist. Auch das kann man mit diesem Kobold kraftvoll erledigen. Ja, der Kniepex Kobold XL, ein extrem kraftvoller Schneider in sehr kompaktem Format, der die Kraft der Hand 40-fach übersetzt. Auch die Kraft von zwei Händen.